Uhu. Hier ist Voodoo. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Kartenkunde-Video. Diesmal ist es die Map Malinowka. Spawnpunkt ist im Norden. Wir sind im Dreierplatoon unterwegs. Unser Kollege, der Lukas, ist dabei und der Koni. Der Koni fährt in einem Heavy-Panzer, in einem Neuner. Und der Lukas fährt genau wie ich auch Medium. Und es ist ein Zehner-Match, viele Zehner dabei, zwei Achter, bunt gemischt, eine Atti. Ja, so, also sozusagen eigentlich eine prima Voraussetzung, um hier ein gutes Spiel haben zu können. Ja. Es sind keine Lights dabei, genau, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Und so muss man natürlich dann als Medium auch so ein bisschen spotten. Wenn man jemanden hat, der für ein Licht macht, wunderbar, dann kann man so ein bisschen in zweiter Reihe spielen. Und wenn es sich keiner anbietet, muss man es halt selber tun. In dem Fall gab es jetzt genügend Leute, die vorne an die Kante gefahren sind. Und da habe ich mich halt jetzt eben, wie ich es auch gerne mache, gerade auch mit dem Leo, weil du hast hier halt eben wenig Panzerung und kannst echt so gut wie nichts bouncen. Dann macht es natürlich Sinn, den auch in zweiter Reihe irgendwo zu fahren. Und da geht's auch schon los. Also, Kollege, wie gesagt, fährt auf dem Berg mit seinem Heavy. Ist auch, denke ich mal, absolut sinnvoll. Jetzt sind hier schon die ersten Panzer auf. Ich konnte zwar noch keinen Schuss machen. Und versuche hier meine Position zu finden. Die Position hier ist ziemlich stark, weil man kann eben die Panzer bespaßen, die den Hügel hochfahren. Das war jetzt Auto-Aim, weil ich gesehen habe, dieser Jagdpanzer, der war gekettet und das war nur so am Anfang vom Spiel, da war mir klar, dass der relativ schnell seine Tracks repariert. Und wenn ich jetzt eingezielt hätte, das hätte vielleicht zwei Sekunden gedauert oder so und in dem Moment wäre er vielleicht schon hinter der Kante verschwunden. Also ich sag ja immer, benutzt Auto-Aim wirklich nur in Situationen, wo es irgendwie sinnvoll ist, und das war für mich eine sinnvolle Situation, deswegen habe ich es gemacht. Hier habe ich dummerweise, das war ein Riesenfehler, den hätte ich nicht so lange anvisieren dürfen. Ich war noch nicht geladen und das hat er angezeigt bekommen und deswegen hat er sich bewegt. Hätte ich meinen Zielkreis nicht auf dem Panzer gehalten und hätte gewartet, bis ich geladen habe, hätte ich ihm wahrscheinlich den Schuss drücken können. Also auch hier wieder nicht optimal gespielt. So, ein bisschen Schaden konnte man natürlich schon machen. Das waren dann drei Treffer. Ist okay. Hier kann man jetzt natürlich auch noch unsere Leute unterstützen, die auf den Hügel hochfahren. Der ging leider nicht rein. Und die hier ein bisschen seitlich beschießen. Auf der Minimap tauchen auch schon Panzer auf der Einserlinie. Die sind allerdings noch unten in dem Flussbett. Und da komme ich so natürlich nicht dran. Hab mal geguckt. Entschuldigung, aber das hat nicht funktioniert. Also konzentriere ich mich weiter auf die Leute auf dem Hill, um halt zum einen meinen Teamkollegen zu unterstützen und eben auch natürlich Schaden zu schmatzen. Ja. Jetzt tut sich da unten was auf. Der Jagdpanzer von uns steht da viel zu aggressiv und der wird doch, glaube ich, gleich abgefarmt. Immerhin hat er Licht gemacht, das ist ja schon mal gut. Und so kann man dann ein bisschen davon profitieren. Aber die Position, die er da eingenommen hatte, die war nicht wirklich gut. Vor allem, wenn er da alleine steht. Und hier gehen die Ziele auf. Da habe ich ihn probiert zu tracken. Es hat zwar nicht geklappt, aber ich habe ihm immer das Ammo-Rack gezogen. Jetzt ist er getrackt und dann gibt es natürlich direkt nochmal eine Kelle. Und so seht ihr, diese Position hier ist echt stark. Ja. Also ihr könnt auf den Hügel schießen. Ihr könnt auf die Panzer schießen, die bei euch in die Base reinjodeln wollen. Es ist, es ist eigentlich wunderbar. Und ich finde die Position noch besser, wie wenn ihr vom Süden startet. Da habt ihr diesen kleineren Felsen, da kann man auch viel reißen. Aber hier von der Position, gerade mit dem Medium, finde ich, kann man eigentlich mehr machen, weil man normalerweise halt eben auf den Berg schießen kann. Und es kommen immer welche, die übers Flussbett fahren, über das Gefrorene. Und die dann so ungeduldig sind wie die Meister hier, die dann hier hochjodeln. Die stehen hier natürlich auch wunderbar für mich. Und auch vielen Dank nochmal an Lukas. Der hat die alle wunderbar offen gehalten. Also das war wirklich ein super Teamplay. Ihr seht ja, wo er steht. Er steht da bei C2. Konnte da, glaube ich, auch so ein bisschen Hull down gehen, sodass er halt eben Spotting Damage bekommen hat. Wir hier, die auf diesem, ich nenne mal Sniper Hill stehen, konnten wunderbar alles abfarmen.
Er hier mit seinem Panzer steht mitten auf dem Feld. Solltet ihr nicht tun. Ich denke mal, jetzt ist es ihm auch klar. Da habe ich dann blind geschossen, weil ich mir geglaubt habe, gehofft habe, dass er halt eben die Fahrtrichtung beibehält. Und da habe ich nochmal einen Blindshot hinterher gedrückt. Der war dann aber weg. Jetzt bin ich aufgegangen und dann halt eben ganz wichtig, nicht stehen bleiben, weil es war noch die AT im Spiel. Und der Hill wurde auch garantiert vom Gegner schon angepinkt. Und dann dachte ich mir, okay, komm, wenn ich hier offen bin, dann drehe ich mal ein Rundchen. Um es der Ati halt so schwer wie möglich zu machen. Das hier wäre wieder Auto-Aim. Das hätte ich natürlich besser mal, da hätte ich mal sauber einvisieren sollen. Es hat jetzt halt irgendwie zwei, dreimal geklappt. Da dachte ich mir, komm, vielleicht klappt es ja nochmal. Aber es klappt halt eben nicht immer. Und es ist auch gut so. Also eigentlich ist Zielen halt schon echt sinnvoll. Er stand da halt auf der Kuppe und da dachte ich mir, okay, wenn man, und er war auf, gefühlt schon, ich weiß jetzt gar nicht, 5-6 Sekunden. Und normalerweise, wenn man auf der Position steht und auf ist, dann bleibt man da nicht lange stehen. In dem Fall hätte ich jetzt die Zeit gehabt, sauber einzuzielen. Im Nachhinein ist man, wie gesagt, immer schlauer. Jetzt steht es 6-4. Das Spiel ist jetzt noch nicht so wirklich entschieden. Da oben der Jagdpanzer, der wuselt da noch rum. Und ja, jetzt war der Medium hier schon relativ runtergewirtschaftet und dann musste ich jetzt natürlich ein bisschen vorfahren. Ich bin noch full live, also da konnte ich mir noch Schüsse fressen. Hab aber jetzt, glaube ich, auch den Jagdpanzer, den T95, aufgemacht. Ne, jetzt war der Kollege, glaube ich. Genau, und hier hinterm Busch geblieben. Ne, den habe ich aufgemacht. Seht ihr, ich krieg nämlich auch Spotting Damage dazu. Und dann ist zwar wieder ein Blindshot, weil ich davon ausgegangen bin, ich habe ihm die Kette gezogen. Da kann man einfach nochmal blind da reinwichsen, ne? Hier jetzt auch, einfach ein Stück nach hinten gezogen, dass wenn er zurückfährt, dass ich ihn noch penetriere. Jetzt fresse ich natürlich ein paar Schüsse, aber mein Gott, steht 6-3. Da kann man auch mal mit seinen HPs ein bisschen großzügiger sein. Und dann fährt er weg und das ist jetzt kein Auto-Aim, weil er ja hier so jetzt nicht unbedingt Haken geschlagen hat wie ein Haas, aber er ist halt schon ein bisschen links, rechts und gefahren und hast du nicht gesehen und da kann man sich dann schon die Mühe machen und auch mal durch seine Optik gucken und das mal seriös spielen. Auch da, ich habe es schon mal erwähnt in meinen Einstellungen, ich fahre die Empfindlichkeit von der, die Neigungsempfindlichkeit in den Spieleinstellungen fahre ich bei 10%. Das heißt, die Kamera und die Tröte dreht sich dann nicht so schnell und dann ist es während der Fahrt halt auch ein bisschen einfacher, weil es halt einfach sich nicht so schnell bewegt. Also für mich ist es gut. Auch hier wieder ist alles ist nur meine eigene Meinung. Jeder hat einen anderen Spielstil. Es gibt nichts in dem Spiel, was man sagen kann, das ist für jeden etwas. Ich versuche euch nur meine Erfahrungen halt irgendwie weiterzugeben. Und das kann aber jeder für sich halten, wie er gerade Bock hat. So, hier habe ich mir jetzt extra Zeit gelassen und habe mir den Schuss noch gefangen, weil ich wollte ihn sicher penetrieren. Und dann ist die Runde vorbei. Dann nochmal vielen, vielen Dank an Koni, der den Berg sehr lange und gut gehalten hat und leider von der Atti gegeiert wurde. Aber das hat er top gemacht und Lukas halt eben auch ganz hervorragend. Hat die Panzer offen gehalten, die da über diesen, ich nenne es mal Ice River gekommen sind. Also von daher war das wirklich eine super Teamleistung. Ja, dann war es es auch an der Stelle schon wieder. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt gesund und munter und bis dann irgendwann. Tschüss.